die Spur weiter. Blicke erwartungsvoll Richtung Nuyala. Ich suche. Habe ich die Kältestufe eigentlich auch abgebaut? Du hast doch gar keine, oder? Ach nee, ich hatte gar keine. Stimmt. Genau. Und jetzt mit den trockeneren Schuhen und so lasse ich euch das jetzt. Brauchen wir dann nicht mehr. Würfeln. Mach mal keine. Wir gehen jetzt davon aus, dass du die Fährte einigermaßen noch wieder findest. Mach mir aber bitte mal, wer möchte, eine Pflanzenkundeprobe, die um 2 Punkte erschwert ist. Plus Sicht. Aber ihr habt ja Fackel dabei, ne? Ja. Ja. Da sehe ich Evelyn. Ich hab Pflanzenkunde sogar was. Wow. Na, guck mal einen an. Ich bin draufgetreten im Zweifelsfall. Hast du gepatzt oder hast du so ein bisschen gelungen? Nein, ich habe nur sehr hoch gewürfelt. Aber nicht gepatzt. Ach so, ja, ich auch. Kurs 1. Okay. Nein. Ich nehme keine Pflanzenzeit wahr, weil ich mich nur auf die Spur konzentriere. Dann, if du entdeckst jetzt einen von diesen blutigen. Also nein, du entdeckst keinen blutigen Verband. Du entdeckst etwas, was ihr vielleicht auch gar nicht wahrgenommen hättet. Ihr hättet das einfach nur so als abgerissenes Blatt oder sowas gesehen. Aber dir ist klar, dass es sich hierbei um ein Ilmenblatt handelt. Oh, ein Ilmen. Mhm. Und das hilft. Und du weißt, dass man da damit gewisse heilende Effekte hervorrufen kann. Man kann es auch als Rauschmittel benutzen, um Schmerz zu unterdrücken. Aber du gehst davon aus, dass Flavia das tatsächlich benutzt hat, um sich damit wach zu halten. Oh. Und du weißt ja, Flavia hat einige Sachen mitgenommen aus dem Travia-Tempel. Und also das ist, wird sie wahrscheinlich genommen haben, um sich um den Schmerz zu unterdrücken und wach zu halten. Oh, apropos wach halten. Ihr seid ja jetzt auch deutlich müde. Wir könnten alle mal eine Selbstbeherrschungsprobe machen, die im Moment noch um 2 Punkte erleichtert ist. Selbstbeherrschung. Erleichtert? Kurs 1. Okay. Oh mein Gott. Ist erleichtert? Ja, dann. 2 erleichtert, was? Ja. 3. Das passt. Kurs 1, mehr kann ich. Kurs 1. Die Erleichterung hat mir jetzt 5 Punkte gerettet. Wow. Ich war in jedem drüber und in einem nur um 1 Punkt, in allen anderen beiden. Einmal um 2 und einmal noch mehr. Irgendjemand nicht geschafft? Kurs 1. Gut. Dann habt ihr noch keine Erschöpfung, aber müde werdet ihr schon. Ja. Wie lange wollt ihr durchlaufen? Bis wir da sind. Sie kann sonst wo sein. Sie ist ja scheinbar nicht mehr in unsere Richtung gelaufen. Eigentlich sollte sie doch wissen, wo lang sie muss. Das ist das Einzige, was mich beunruhigt. Wir kommen jetzt mit halbwegs vorwärts. Irgendwann müssten wir auf einen der Seen oder den Querfluss treffen. Trotzdem. So, ich möchte jetzt. Macht mir nochmal Selbstbeherrschungsproben. Die nächste ist nicht mehr erleichtert und die zweite ist sogar um 2 erschwert. Ja. Oh, die erste habe ich mit 0 geschafft. Oh, die zweite habe ich mit allem geschafft. Ich habe mir mal einen der Gruppenchips gekrallt.
Ah, Moment, ich habe zwei erschwert. Einmal Kurs 1 und einmal Kurs 2. Habe ich gehört? Ja, und zwei erschwert. Zwei erschwert, selbst beherrscht. Ah, ne, Quatsch, 1 und 2, das zweite war dann nach dem Neuwürfeln gut. Naja, war die zweite war knapp mit 0 und die. Quatsch, also die erste, die zweite und die dritte sind bestanden. Also die dritte ist besser als je zuvor. Okay, gut. 4, 3, 1. Wie viel? Müssen wir jetzt zwei machen oder eine? Zwei. Ach, zwei. Ich habe nur eine gemacht. So. Einmal um 0 und dann um 2 Schwert. Ja, okay. Müssen wir gerade rechnen bei der einen? Um 2 erschwert, dann habe ich auch noch kurz. Also, getrieben von eurer Sorge um Flavia, scheint ihr die Müdigkeit kein wenig zu verspüren. Ihr folgt der Spur. Aber jetzt wird's tricky. Jetzt scheint sie die Spur sich in Kreisen um sich selbst zu bewegen und immer wieder zu überschneiden. Jetzt bräuchte ich doch mal eine Fährtensuppe-Probe, die um 5 Punkte erschwert ist. Nochmal. Mhm. Um 4. Um 5. 5. Boah. Ja. Nee. Nee. Na, warte mal. Um 5. 5, ja. 1. 19. Da muss ich ja schon wieder rechnen hier. Ich hasse das. Bleibt noch ein Punkt übrig. Und. Ist eigentlich wichtig, dass ich einen Chip ausgebe, damit ich es versuchen kann. Zu schaffen oder nicht? Um 5, ne? Sagtest du 17? Nur Jana es schafft und nicht. Nee, würde ich nicht schaffen. Dann... Nein. Aber ja, an mir ist das wichtig genug. Die Frage ist, ob dir wichtig, ob es dir und if wichtig genug ist. Richtig. Und du müsstest ja alle Chips haben, oder? Okay, ich werde einen versuchen. Oh, ich habe es immer noch nicht geschafft. Nee, dann nicht mehr. Okay. Ja, also ich habe das mal in der Karte auch so eingezeichnet, aber jetzt kann man es sehen. Oder habe ich wieder nicht? Doch, alles gut. Doch, jetzt sieht man's. Also, aber so gemacht, dass sie da so rumzirkelt. Und, also, ich könnte die Spur einfach nicht mehr aufnehmen. Die Spur ist hier verwirrend. Sie kreist. Endet wieder hier, kreist. Und Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Welchen verdammten Super-Fährtenleser will Flavia denn abschütteln? Sie kann doch einfach in die richtige Richtung gehen. Sie hätte doch einfach, und ich gucke mich um, nach da gehen können. Dann wäre sie doch zurück zum Lager gekommen. Oder ist sie so verwirrt gewesen? Bist du sicher, dass das Lager in die Richtung liegt? Nein. Ach, es ist zu dunkel. Keine Ahnung. Außerdem liegt hier einer der Seen dazwischen, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher, wie weit wir schon gekommen sind. Wir sollten vielleicht nochmal ein Lagerfeuer machen und uns ausruhen und... Haben wir ja unsere Zelte mitgenommen? Das wäre ja schlau gewesen. Nö, habt ihr nicht. Aber Okurion hat viel Platz. War gleich. Ach stimmt, wir haben die ganze Zelte oder so. Der ist alleine. Nee, Fiona ist noch da. Fiona ist es noch dunkel? Ja, die Kutscherin. Ah ja, stimmt. Bessere Frage. ist es inzwischen, wird es langsam wieder hell oder wie weit sind wir vom Tag entfernt? Ja. Ja, obwohl im Bohren ist schon relativ lange auch dunkel. Ihr nähert euch dem Tag, ja, aber es ist noch nicht bald wieder hell. Wäre es ein Sommer, im Sommer wäre jetzt schon Dämmerung. Oder wahrscheinlich sogar schon hell. Lasst uns noch mal ein Feuer entzünden und warten, bis freie Scheibe aufgegangen ist. Vielleicht können wir im Licht mehr ausmachen. Ja. Ja,
Das wird das Beste sein. Und sonst sollte es nicht mehr weit sein bis, glaube ich, Frischkai-Sippe. Ich bin mir nicht mehr sicher. So, wie wir uns jetzt im Kreis gedreht haben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo wir genau dort sind. Sollten wir Gastfreundschaft finden. Und vielleicht hat Flavia auch deswegen diesen Weg eingeschlagen. Hier sind einige Boote. Ich kenne die Sippen hier nicht alle einzelnen. Aber es wäre auf jeden Fall eine gute Idee, sich auszuruhen und erst bei Tageslicht weiterzugehen. Mhm. Nur schlafen sollten wir nicht ohne ein festes Lager und uns noch gegenseitig darauf achten, dass keiner von uns einschläft. So schnell zieht die Kälte in alle Glieder, wenn man im Schnee liegt. Einer wird wach bleiben. Wir machen ein großes Feuer. Sollten alle wach bleiben. Solltet euch auch an die Bäume lehnen. Also. Sie werden alle fit genug. Ich gucke so zu If und Liasanya, die so krass gefroren haben. Oh ja, denen ist immer noch kalt, aber die sind halt nicht mehr da, wo es dann richtig, also sind nicht mehr. Dann auf, lass uns ein Feuer entzünden. Hi, eurer Freundin scheint es jedenfalls nicht so schlecht gegangen zu sein. Hierhin recht gut vorangekommen. Wie hier rumgetrieben hat, kann ich nicht sagen. Die Spur ist verwirrend. Weg. Da gibt alles für mich keinen Sinn, was sie getan hat. Überhaupt nicht. Zeichen passen nicht zueinander und das. Ich verstehe nicht, warum sie so gut versucht, ihre Spur zu verwischen, wenn diese zwei verfluchten Goblins, sie sind doch nicht einen Schritt hinter ihr hergelaufen. Vor was hat sie, was, warum macht sie das? Ich verstehe es nicht. Auch nicht, und vor allem, sie verliert so viel Blut, aber gleichzeitig scheint sie sich so gut zurechtzufinden. Trotz allem das noch schafft und sie schlägt ja auch offensichtlich nicht die Richtung des Lagers ein. Also ich hoffe eigentlich nur, dass sie zur Prischkai-Sippe wollte, um dort Unterschlupf zu finden und sich tatsächlich durch den kompletten Weg hierüber geschlagen hat, weil sie Angst hatte, den naheliegendsten und schnellsten Weg zu wählen. Wenn ich mich frage, wie sie zwei Goblins, mit denen sie auf einem Boot gefangen war, entkommen kann, dann fürchte, dass sie im Wald wiederfinden. Zwei Goblins, die wahrscheinlich noch niemals Festung verlassen haben. Ich meine, wir sind hier in einer ganzen Gruppe unterwegs und du, Nuyala, bist ja nun wirklich keine Fremde im Wald und im Schnee. Trotzdem fällt es uns schwer, den Spuren zu folgen. Ich weiß nicht, wie oft wir sie auf dem ersten, als wir zu zweit noch waren, Tronde verloren haben. Ich weiß es nicht. Nun, es ist eine Sache, sich in der Wildnis durchzuschlagen und es ist eine andere, einer bestimmten Spur zu folgen. Den Weg zu meiner Sippe könnte ich mit euch einschlagen, darum unabhängig geht es doch der überhaupt Spur. Nicht. Mir geht es nur darum, dass wem hatte sie so eine Angst, dass sie so mühsam ihre Spuren verfolgt, so gründlich, so allumfassend. Wegen zwei Goblins, die wahrscheinlich nicht einmal die Bäume besteigen konnten, über die Flavia geklettert ist. Verwischt sind die Spuren nicht hier hinter. Die sind nur immer wieder unterbrochen. Ja, nur hier sind sie verwirrend gestaltet, aber sie hat sie oft genug auf dem Weg verwischt oder ist über Bäume geklettert oder hat sonst etwas getan, um möglichst jegliche Verfolge abzuschütteln. Das wäre nicht nötig gewesen. Sie muss sofort gesehen haben, dass die Goblins ihr nicht hinterherlaufen. Die Spuren sind ihr keinen Meter gefolgt. Keinen einzigen Schritt haben sie verfolgt. Und sie müssen ja gemeinsam ans Ufer gekommen sein. Sie können eigentlich höchstens Flavia liegen gelassen haben, weil sie dachten, sie wäre auch tot wie der Norbade. Sind dann gegangen und sie ist später aufgebrochen in eine andere Richtung. Aber welche Verfolgung fürchtet sie dann? Welcher Wahn muss sie ergriffen haben, dass sie so mühsam alles verbirgt. Wer weiß das schon? Vielleicht gibt sie sich die Schuld am Tod des Nomadens und möchte deswegen nicht zurückkehren. Oder. Glaubst du, Flavia wird uns so im Stich lassen? Vielleicht hat sie sich ja schon in die Nähe durchgekämpft.
und ist schon bei Okurion in Sicherheit. Oder sie wird wieder zu uns schließen, wenn wir dieses maledeite Lager endlich verlassen. Whatever. Vielleicht hat sie Angst, dass sie die Verhandlungen ins Wanken bringt, wenn sie zurückkommt und den Tod des Norbadens gestehen muss. Keine Ahnung. Dann kann sie jetzt zumindest uns irgendein Zeichen erlassen. Und sie ist nicht mehr in Richtung des Lagers unterwegs. Sie schlägt sich irgendwo durch die Wildnis. Wir haben uns immer weiter vom Lager entfernt, seit wir den Fluss überquert haben. Vielleicht hat sie auch irgendeine Vision oder so bekommen. Wir sind ja sehr anfällig für sowas. Was weiß ich. Aber denkst du nicht, dass sie uns dann irgendeinen Hinweis geben würde, irgendetwas hinterlassen würde, uns wenigstens Bescheid geben würde? Ja. Wir kennen sie seit Kindesbeinen. Vielleicht tut sie das seit noch. Monaten. Wir wissen das ja nicht. Seit Götterläufen zusammen unterwegs. Sie ist ja keine 24 Stunden. Doch, oder doch über 24 über Stunden. Ein bisschen über 24 Stunden. Also die Spur war ja schon einen Tag alt, als wir ankamen. Und da war sie ja schon ein paar Stunden unterwegs. Wie gesagt, lass uns aber den Morgen abwarten, sehen, ob wir die Spur wieder aufnehmen können. Sonst ist wohl unsere größte Hoffnung, dass sie sich bis zur Frischkeisippe durchgeschlagen hat. Ich meine, sonst. Mhm. Was gibt es denn westlich von hier, wo sie hinwollen sollte? Auch Flavia kann nicht ohne Vorräte und ohne Ausrüstung einfach ihren Weg durch die Wildnis machen. Ich meine, wenn sie gewollt hätte, hätte sie auch den Falken schicken. Ja, aber das zeigt für mich eigentlich noch deutlicher, dass irgendwas los sein muss und dass sie Hilfe braucht. Vielleicht will sie einfach nicht gefunden werden aus Gründen. Schon, dass sie ohne größere Probleme länger in der Wildnis überleben kann, wenn es ihr gut geht, auch im Winter. Sie kann jagen, sie hat den Bogen, sie hat den Falken. Wenn sie warme Kleidung hat, eine Decke. Vielleicht noch irgendetwas, um einen provisorischen Unterstand zu machen. Du hast doch gerade gesagt, dass sie eben bleiben, um wach zu bleiben. Offensichtlich ist es nicht genug, dass sie sich zutraut, ein Lager aufzuschlagen. Und warum sollte sie dich denn versuchen, mühsamst im tiefsten Winter durch die Wildnis zu schlagen? Es ergibt doch alles überhaupt keinen Sinn. Oder wollt ihr es aufgeben? Wollt ihr einfach daran glauben, dass sie sich irgendwo in die Wildnis geschlagen hat, damit ihr keine Schuldgefühle haben müsst, weil wir sie nicht finden können? Nein. Darum geht das doch gar nicht, aber sie wird zu uns zurückfinden, wenn sie zu uns zurückkommen will. Es bringt doch auch nichts, ihr hinterher zu ihren tagelang und dann vielleicht selbst nicht mehr zurückzukommen, weil wir doch geschwächt von irgendwelchen Wölfen attackiert werden oder so. Die mach ich mir du kannst dich doch nicht so sehr in die Suche verrennen, wenn sie nicht gefunden werden will, verdammt Effedy. Die Suche verrennen? Ich versuche, unsere Freundin zu finden, die irgendwo in der Wildnis ist, verletzt, ohne Ausrüstung, ohne irgendetwas. Wäre sie so hilflos, dann hätten wir sie schon längst gefunden, weil sie zusammengebrochen wäre oder ähnliches. Ich sage ja, es ergibt überhaupt keinen Sinn. So viele Verbände, die wir gefunden haben, muss sie verletzt gewesen sein und nicht zu wenig. Aber ich möchte nicht einen bloßen Verdacht wegen der Suche aufgeben und mich irgendwann fragen müssen, ob ich ihr Leben damit geopfert habe. Okurion braucht uns im Lager sicher auch. Okurion braucht uns nicht, aber wir können jetzt noch morgen früh abwarten. Und dann werde ich aber zurückgehen. Wir wären sowieso nicht dabei. Lasst uns einfach abwarten, bis es wieder hell ist. Die Spur finden. Wenn wir sie finden. Ihr sagt hier in der Nähe, kennt ihr hier wen? Eine Sippe, bei der er... Ja. Wo vor uns muss... Ich weiß nicht, vielleicht weiter... Rechts, vielleicht weiter links, aber ungefähr in der Richtung, in der wir unterwegs waren, müssten wir irgendwann auf die Prischkeisippe stoßen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Wir haben den Fluss zwischen zwei Seen überquert und danach sind wir über die Seen, glaube ich, auch linke Hand abgebogen. Das heißt, wir müssten eigentlich in diese Richtung unterwegs sein. Wir sind ja einen großen Bogen gefahren, bis wir zu den Vremitovs kamen. Das ist eine weitere Norbadensippe, diese Menschen, die auf den Schiffen hausen. Ja, wenn wir noch viel weitergehen, dann kommen wir auch noch zu den Vremitovs. Aber ich glaube,
Wenn sie nicht den Weg will ich zu Fuß nicht machen. Nicht unbedingt. Wenn sie nicht zu den Prischkais gereist ist, warum sollte sie denn in Vermitovs reisen? Wandern. Lasst uns den Morgen abwarten, sehen, ob wir die Spur wieder aufnehmen können und sonst zumindest den Weg zu den Prischkais, das ist sowieso unser schnellster Ausweg aus dieser Eiseskälte. Ja. Mhm. Also ihr wollt jetzt rasten? Ja, aber wach bleiben. Ja. Ja, wir können wahrscheinlich kein Lager aufbauen, was wirklich, was verhindert, dass wir beim Schlafen durch komplett auskühlen. Okay. Viel gibt es hier in der Gegend nicht. Von hier aus, die Richtung, die sie eingeschlagen hat. Meistens weiter nördlich unterwegs. Hier unten geht es nur noch durch den Wald und die Berge. Einige Goblin-Stämme gibt es hier deshalb weiter, zumindest weiter die Richtung. Ja. Gut. Wollen wir doch nochmal eine Willenskraft, Selbstverschlussprobe um 4 erschwert würfeln? Wer so einschläft? Ja, genau. Joa, ich schlaf ein. Ja, 20. Oh, ey, auch erschwert gucken. Oder nochmal? Um 4 erschwert. Ja. Oh ja, ich habe auch nur 20. Und auf meinen schlechtesten Werten auch, wow. Kurz 1. Easy. Fehlen mir dann die 4. Also, 4, ne? Also, im guten Tronde, der sitzt dort und wir fallen immer wieder so zwischen die Augen auf, weil hat halt diesen Sekundenschlaf, schafft das immer noch so, gerade wieder so Dings. Everdeen schafft es, wie gesagt, bei ihm ist nichts wohl am Adrenalin. Schafft das, die ganze Zeit wach zu bleiben, aber trotz Everdeens Bemühen, die Damen schlafen zwischendurch immer wieder ein. Und dann schwenken wir auch mal zur Kurion zurück, weil jetzt ist mittlerweile, also ihr rastet quasi so gegen, die Hierunstunde, die erste, werdet ihr wohl wahrscheinlich mit eurer Rast erst beginnen oder so. In der Zwischenzeit, nicht Hierunstunde, Sinnestunde, ja. Und dementsprechend, bevor ihr mit eurer Rast fertig seid, wird Okurions Tag beginnen. Du du wirst entsprechend beim Frühstück dann schon von den bist du dann von den Adeligen ein wenig beigesetzt. Von Timski wohl auch. Und die wollen fragen, ja, was ist denn, warum sind eure Gefährten denn verschwunden? Was ist denn los? Kommen die wieder zurück? Esse schweigend meinen Brei. Oder was immer es gibt. Können wir doch nicht sagen, dass die nichts damit zu tun haben, dass hier unsere Botin nicht in dem Zustand zurückgekommen ist, wie sie sollte. Der hat doch bestimmt was. Irgendwer muss damals was zu tun haben. Vielleicht dieser Eslam, hä? Von dem haben wir schon lange nichts mehr gesehen. Ja, vielleicht haben auch die Hasen im Wald einen Komplott gegen euch ausgeheckt. Und die Igel sind ihre Vollstrecker. Ihr werdet es wohl nie herausfinden, wenn ihr nicht endlich selbst einen Boten oder einen Botin losschickt, um herauszufinden, was passiert ist. Oder doch genug Männer. Lasst nicht in Ruhe essen. Natürlich, klar. Ja, ich werde sofort nochmal einen Boten losschicken. Zu Tirol. Vielleicht findet er was auf seinem Weg. Und damit steht dann der Radolf auf und sieht in Richtung sein Zelt verschwinden. Auf dem Weg dahin ruft er seiner Knappin noch was zu. Und
Ja. Ja, Timski redet dann noch mit dir über die Strategie des Tages. Und ja, dann geht es dann auch schon wieder aufs Boot. Und du darfst mir wieder. Ja, eigentlich wären es falsche Proben, aber. Du darfst mir überzeugen, Proben würfeln. Ich wirke, bevor ich diese ganze Tortur noch einmal durchlebe, einen Glückssegen. Mhm. Wobei ich, nachdem ich diesen Glückssegen gewirkt habe und das Gebiet gesprochen habe, mir denke, vielleicht wäre ein Harmoniesegen nicht besser gewesen, aber. Oh. Wird nicht ganz voll. Nö? No? Was? Sind 12, also Kurs 4. Gut. 3 Stück. Wobei, ich hab meinen Glückssegen. Ich würfel die 15 neu. Das ist Schwachsinn, ich würfel die 15 nicht neu. Nee, 3 Stück, 3 über... Bringt ja auch nur hinterher einen Punkt drauf. Stimmt, du hast recht, ich hab verwechselt. Ey, ich muss 3 Proben würfeln? Ja. Okay. 18, 4, 7, 6, Kurs 2. Ist glücklich. Weil hat er recht, Harmonie wahrscheinlich. Und das sind nochmal 4, das sind 9. Nochmal Kurs 3. 9 ist Kurs 3, ne? Ja. Ja. Also insgesamt 9, ja? 4, 2 und 3? 9. Ja. Okay. Mit dir als Mediator gehen die Gespräche sehr gut voran. Aber es kippt ein wenig zugunsten der Festumer. Hätten sie natürlich jetzt hier gewisse Gegenstände gehabt, auf denen sie ihre Rituale machen könnten und fiese Geheimnisse gegen sie verwenden hätte können, wäre es wahrscheinlich günstiger für die Norbaden ausgegangen. Aber Eve hatte ja leider keine Chance, die Sachen zu überreichen. Man ist sich bis auf kleine Details quasi schon einig. Man ist so vielleicht weniger als 100 Goldstücke auseinander und und dann halt die ganzen Modalitäten, geht halt noch um andere Sachen, die dann mit eingeworfen werden, natürlich die Bonja. Wer wen was wann übergibt und ob man sich gut verbeugt oder nicht verbeugt, ob es einen Handschlag geben soll oder keinen. Und wie schnell dann die Bonjaren dann auch von hier verschwinden und oder ob die Norbaden verschwinden oder wie auch immer nach der Übergabe. Da kommen halt immer noch diese Sachen, gerade vom Radov, der extrem rassistisch gegenüber den Norbaden ist. Aus welchen Gründen auch immer. Sorgt halt dafür, dass es an dem heutigen Tag noch nicht zur Einigung kommt. Und dementsprechend kommst du dann wieder ins Lager zurück gegen Abend. Und ich denke, wenn die anderen dann jetzt wieder zurückgegangen sind, ihr wolltet nicht weiter der Spur folgen, ne? Oder versuchen nochmal was zu finden. Wir wollten die Spur gucken, ob wir sie wiederfinden und falls nicht, uns Richtung Prischkei Zippe zu bewegen, weil das... Also ihr wollt den Prischkei hoppen. Es ist ja, okay. Wir sind ja schon nicht finden, fast da, gefühlt. Gut, dann können wir jetzt, oder kann die liebe Nuyala mir auf dem Weg zur Prischkei-Sippe quasi, also ihr lauft ein bisschen rum und ihn eventuell auf dem Weg zur Prischkei-Sippe Fährten suchen, Probe machen, 3 Stück, jeweils um 4 erschwert. Ist nicht bei Tageslicht ein bisschen besser? Nee, die
Die Erschwernis war ohne diese Behinderung, weil ich bin davon ausgegangen, dass ihr die Fackeln benutzt. Drei Proben ablegen? Mhm. Also die erste war nichts. Ich darf mir in der Zeit noch Sinnesschärfenproben würfeln. Die um 2 erschwert sind. Auf Hören oder auf Sehen? Auf Sehen, leider. Okay. Dann habe ich Kurs 3. Auf 3. Also darfst du alle würfeln oder ihr dürft die unter euch aufteilen, aber ich glaube, ihr habt die höchste Sinneschärfe, oder? 12 habe ich. Ja, hat sie. Mhm. Ja. Also auch 3 Proben. Ach, 3 Proben. Ja, und ich möchte die Gesamtquest, die du erreicht hast, mit den 3 Proben dann haben. 10. Nyala? Okay. Insgesamt Kurs 4. Okay. Das reicht nicht, um die Spur wieder aufzunehmen. Ich findet allerdings nochmal. Du findest tatsächlich nochmal wieder ein Ilmenblatt. Und auch nochmal Überreste wieder von einer Mahlzeit. In dem Fall sind es aber tatsächlich nur was von dem, was sie wohl dabei hatte, so ein Stück. Käserand oder sowas. Also, hier sind noch ein paar Essensreste und ein weiteres Ilmenblatt, aber mehr kann ich beim besten Willen nicht finden. Sind wir zumindest in der richtigen Richtung unterwegs. Ja. Ihre Spur ist nur hier schwer auszumachen. Hat's geschneit? Ich finde hier keine Spur mehr von ihr. Ja, in der Tat. Also es hat zwischendurch auch mal wieder geschneit und wie gesagt, dadurch wurde es auch einfacher, dann die Spuren zu verwischen, weil jetzt alles dann irgendwie wie ein bisschen... Aber wir müssten doch bald am Prischkai-See angelangen. Wenn sie so zielstrebig darauf zugeht, dann ist sie hoffentlich auf dem Weg dorthin gewesen. Vielleicht ist sie einfach dort. Ist tatsächlich... in der Tat war. Ihr seid, kommt dann da am See an. Ihr wollt dann versuchen, auf euch aufmerksam zu machen, was ihr dann auch schafft. Und die Prischkais würden euch entsprechend entgegenkommen und euch abholen. Ihr steht dann am Ufer, macht auf euch aufmerksam und die Prischkais kommen und holen euch ab, fragen euch natürlich Fragen, so, was habt ihr mit Ugurion gemacht, wo ist der, und... Wie gut, dass Ugurion mitgekommen ist. Na, erklärt ihn dann, dass für die Verhandlung, ich glaube, das ist ja nachvollziehbar. Und wir sind auf der... Meine erste Frage ist ob sie Flavia gesehen haben. Das ist eure Freundin, ja? Die Blonde mit der... Nee, die Grüne, mit den grünen Haaren, ja? Ja, genau. Oh. Nein. Also, das letzte Mal haben wir uns gesehen, als ihr dabei wart. Aber das wollt ihr ja sicherlich nicht wissen. Ist es denn besonders... Ist es denn so zielstrebig auf diesen See zugesteuert? Und hier war ihre Spur. Ihre Spur war hier... Wenn wir die ganze Zeit einer falschen Spur gefolgt sind, wenn wir irgendwo einen falschen Abzweig genommen haben. Wie gesagt, ihr habt ja nicht mehr die Spur gesehen, ihr habt zwischendurch nochmal die Lagerplatz gefunden. Ja. Nach dem Lagerplatz habe ich aber überhaupt keine Spur mehr von ihr gefunden. Entweder kann sie fliegen oder über Bäume springen.
Bei Fliegen kann ich nur an Xeran denken. Oder wir haben die Spur gänzlich verloren. Wieso sollte Xeran sie aufgegabelt haben? Wie soll er sie gefunden haben? Warum? Ich weiß nicht, wo eure Freundin hin wollte. Ich... Wenn sie es wüssten, wären wir erheblich schlauer. Und wenn sie weiter nach Südwesten gegangen ist, zu den Vremitovs? Warum sollte sie bis zu den Vremitovs reisen, wenn sie aus dem Prischkeis hätte reisen können? Warum ist sie überhaupt hier? Das macht keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn. Nein. Aber nachdem wir jetzt so lange selbst an dem Lager, als wir Fax und Holt waren und wir wenigstens einen Lagerplatz gefunden haben, immer noch keine Spur wieder aufnehmen konnten, müssen wir wohl hoffen, dass sie uns findet. Gefunden werden möchte sie offensichtlich nicht. Scheinbar nicht. Wenn sie dieses Kraut gegessen hat, dann hat sie keine Minute geschlafen, dann ist sie uns so weit voraus. Die Spuren werden ja immer älter, es hat geschneit. Ja, und offensichtlich unterstützt Firon sie auch dabei, ihren Weg zu finden. Und uns ist ja offensichtlich nicht wohlgesonnen. Warum? Wahrscheinlich unsere beste Möglichkeit, zurück ins Lager zu reisen und zu hoffen, dass sie vielleicht einen unnachvollziehbaren Weg eingeschlagen hat und uns dort wieder sucht. Oder uns irgendwie anders eine Botschaft zukommen lässt. Ja. Können wir nur hoffen. Vielleicht treffen wir sie auch in Festung wieder. Vielleicht ist sie einfach nur... Aber das mag keinen Sinn. Eine wahnwitzige Hoffnung, sich daran festzuhalten, dass sie sich von hier bis nach Festung durchschlägt. Wahrscheinlich das Einzige, was wir noch haben. Okay, schon. Wir sollten nach einem Boot fragen. Im Hellen fahren wir sicherlich nicht vor einen Baumstand. Sei mir dran, aber wir sollten erstmal nach einem Lagerplatz fragen, wenn wir nicht alle in diesem Boot schlafen wollen, übereinander gestapelt. Na, ich kann eh nicht mehr. Du hast recht. Und die beiden Damen konnten ihre Augen nicht mehr offen halten und uns ging es ja auch nicht viel besser. Nicht wirklich. Ich werde wirklich fragen, ob man uns noch einmal Obdach gewährt und uns dann zurück zu den Tribizis bringen kann. Später am Tag. Ja, also ihr habt definitiv alle eine Stufe Erschöpfung. Und ja, man würde euch das anbieten und ich habe seinen Namen vergessen. Dunjev, glaube ich, ne? Ja, Dunjev. Tronde würde auf jeden Fall abends noch beten. Würde euch auf jeden Fall anbieten, dass er euch dann auch zum Twizzis bringt. Ihr habt ihm ja geholfen mit seiner Werkstatt. Mhm. Ja, das Angebot nehmen wir, denke ich, an und wir werden auch auf jeden Fall die Gelegenheit eines Lagerplatzes wahrnehmen. Vielleicht sagt er uns ja auch, was mit seiner Beziehung passiert ist. Mhm. Nachdem wir geschlafen haben oder vorher, weil wenn er das vorher versucht, dann bitte nachdem. Wird er nicht viel spannende Dinge erzählen. Also ich... Vergesst es.
Wollt ihr bei dem Frischgeist schlafen oder wollt ihr... Naja, wenn wir im Boot schlafen können, auch gerne im Boot, aber ich weiß nicht, ob die ein Boot haben, was so groß ist und die uns das zur Verfügung stellen würden, weil damit da vier Leute drin liegen können, plus da braucht ihr mindestens zwei Ruderer quasi. Ja, also wer rudert Boot. Denn? Ja, eben, es müssen ja zwei Norbaden machen, wenn wir schlafen. Fünf Leute, wir haben noch Leasagne dabei. Es wäre aber nicht so erholsam. Es wäre dann auch nicht so erholsam. Jetzt ist ja kein Zeitspiel mehr, also tatsächlich wird Evan sich wahrscheinlich sogar eher dafür aussprechen, hier zu ruhen, weil er immer noch die winzige Hoffnung hat, dass Flavia später kommt. Gut. Nein, dann kürzen wir das jetzt ab. Hat keinen Sinn. Der Tag kommt und geht. Bis dann spät in der Nacht kommt ihr irgendwann bei den Tribizis wieder an. Und ihr seid dann wieder im Lager zusammen mit Kurion. Er berichtet Kurion davon, dass ihr sie nicht finden konntet. Und Kurion erzählt euch von den Links. Bei den Tabitzis möchte Iff noch etwas überreichen. Oh ja. Gut, dass wir da hingegangen sind. Mhm. Wenn du das... Also ich gehe davon aus, ihr haltet euch ganz kurz bei den Tabitzis noch auf. Wir kommen da ja mit dem Boot an, ne? Genau. Und ja, da würde man euch auch erzählen, dass die nicht so gut vorangehen, die also nicht zu ihren Gunsten verlaufen und so weiter. Eve würde sich zwischendurch mal unbemerkt davon machen, ohne dass er das wirklich bemerkt, die Sachen übergeben, kommt zum Lager an und und am nächsten Tag hättet ihr nicht mehr wirklich viel zu tun. Ihr erfahrt, wie gesagt, dass ein Bote nach Harden geschickt wurde. Der Bote kommt dann tatsächlich gegen Abend von diesem Tag wieder zurück und berichtet, dass Tirol Fasserov jetzt mit Soldaten unterwegs sei. Allerdings, bevor das passiert, haben die Verhandlungen tatsächlich sind sie zu einem Abschluss gekommen. Nicht zuletzt, weil mitten in den Verhandlungen plötzlich die Norbadinnen das Gespräch darauf bringen, wie doch ob denn Radovs Abneigung gegenüber dem Norbaden daher käme, dass er damals von seiner Norbadin, in die er doch so sehr verliebt war, von der er auch noch das Taschentuch aufhebt, bis heute aufgehoben hat, dann damals seine Eltern ihn in diese Beziehung verboten haben und er es bis heute nicht geschafft hat, über diese Liebe hinwegzukommen. Und sich heimlich eigentlich den Norbadinnen begehrt. Und als das noch nicht hilft, kommt dann noch so, werden noch so Andeutungen gemacht gegenüber Timski und die Frage, was denn eigentlich mit seiner Vorgängerin passiert wäre, die doch damals seltsamerweise bei einer Razzia im Maraskana-Viertel spurlos verschwunden ist und ob er sich darauf einen Reim machen könnte, wieso denn da ja sie in einen Hinterhalt geraten können, wo doch angeblich so gute Informationen vorlagen. Jetzt wissen wir auch, warum eine Maraskanerin versuchte, den Dolch zu holen. Ja. Nachdem das dann so kommt,
geht der Preis, dann ganz schnell einigt man sich auf den Preis für den Obaden und auch ganz schnell einigt man sich darauf, dass diese Übergabe am nächsten Tag stattfinden soll. Und man will nicht mehr weiter tiefer in diese Gespräche eindringen. Ja, und dementsprechend kommt dann an diesem jenen schönen, was haben wir, Abend des fünften Borons das Ganze endlich zu einem Abschluss, was die Verhandlungen angehen. Und man bereitet am nächsten Tag dann die Übergabe vor. Man sagt euch, dass sie traditionell wichtige Geschäfte in der Vrendrashek-Lichtung abgeschlossen werden. Das ist ein Platz hier in der Nähe des Lagers auch, in dem Waldstück. Der ganz zufällig auf der Karte eingezeichnet ist. Der ganz zufällig in der Karte eingezeichnet ist und von dem ich auch ganz zufällig ich kann beim nächsten Mal auch eine Detailkarte übergeben kann. Und so kommt dann dieser Tag zum Abschluss. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal fangen wir dann bei der Übergabe an. Also, habt ihr jetzt noch ein paar Minuten, wenn ihr möchtet, noch irgendwas? Nein, in der Tat, ihr kommt alle, wie gesagt, am Abend im Lager zusammen. Kommt Fiona an und sagt, hey, wisst ihr, was heute ganz Seltsames passiert ist? Nein, also ja. Erzählst du es bitte. Oh, ich habe die Pferde gefüttert und und ich habe gemerkt, dass einer von den Pferden hinkt, deswegen musste ich da, aber nicht mehr so richtig läuft. Und dann habe ich festgestellt, dass das Hufeisen nicht ist. Und dann bin ich zur Werkstatt gegangen und Hufeisen mir an. Bitte zum Punkt. Wisst ihr noch diesen Falken, den eure Freundin immer dabei hatte? Ja. Der kam heute ins Lager geflogen und hat diesen Brief für euch abgegeben. Da kann eigentlich viel draufstehen. Und da ist ein Stück Papier und da steht dann drauf. Macht euch keine Sorgen, mir geht's gut. Flavia. An die anderen weitergeben. Ist das Flavias Handschrift? Ja. Ja. Ich weiß es nicht, ob ich glücklich sein soll oder wütend darüber, dass die wegen ihr so viel. Warum kann sie uns das nicht selber sagen? Wenn die nah genug ist, mir einen Falken zu schicken. Oh, das gibt's doch gar nicht. Wir könnten. Ist er noch hier? Ist das Tier noch da? Könnten wir ihm nicht eine Nachricht? Nee. Der ist dann wieder weggeflogen. Da hat er das Papier. Na, immerhin geht es ihr geistig gut, sonst würde da irgendetwas mit Prophezeiungen und Trommeln übergeben stehen und blutigen die irgendwelchen anderen. Ich meine, es sind hier von irgendwelchen seltsamen Prophezeiungen. Von irgendwelchen. Das ist doch ein Grund. Warum schreibt sie da nichts? Ich denke, danke. Ihr hattet hier eine Prophezeiung? Ja. Ja. Ein Geschwätz von einer Wahnsinnigen. Die Putin. Teran, er ist doch zu uns gekommen mit der Prophezeiung. Ja, aber die Putin hat doch noch mehr geschwätzt. Also selber wiederholt. Wahrscheinlich hat Teran ihr das eingebläut. Aber der ist offensichtlich auch überall von den Zwölfen verlassen, wenn er das mit der Putin macht. Bewusst leise, damit jetzt nicht irgendein zufälliger vorbeigehender Festumer oder so weiter das jetzt hört und es dann am Ende doch noch ein Karren fährt. Zumal ich ihm ausdrücklich darauf hingewiesen habe, dass das nicht in Frage kommt. Ja.
Ich hätte gedacht, wenn wir noch einmal begegnen, wissen wir zumindest, sollten wir in einer gerechten Strafe zu führen werden. Das war definitiv nicht, was wir gewünscht haben. Eher das genaue Gegenteil. Wir sehen wieder, Magie ist eben nichts, mit dem man sich abgeben sollte. Es passieren nur schlimme Dinge damit. Vor allem, wenn es in Händen von unlizenzierten, unbeobachteten Personen ist. Ach, na, es gibt auch durchaus die eine oder andere Hexe, die Gutes tut und wichtig ist, gerade für die Bevölkerung. Ihr hättet mehr Zeit in Weiden verbringen sollen, Okurion, dann hättet ihr das auch kennenlernen können. Es gibt durchaus auch welche unter ihnen, die ja, Gutes tun. Ich will nicht sagen, den Zwölfen dienen, ich glaube, das wäre auch nicht ganz zutreffend, aber Xeran ist doch nicht keine dieser Sorte. Wahrscheinlich sollte man sich für jemanden, der einen solch finsteren Namen trägt, einfach fernhalten. Genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Heute gibt es 3 Abenteuerpunkte, generelle. Spezielle Erfahrungen gibt es. Versucht keinen Überlebenskünstler in der Wildnis zu finden. Kurion. Wir brauchen heute was für Völkerverständigung. Was nehmen wir denn da? Hatten wir letztes Mal Etikette. Nee, machen wir heute mal, weißt du was, Magie. Also nicht letztes Mal Willenskraft bekommen? Weil das ertragen musste? Ach so, hat er Willenskraft bekommen? Ich dachte, ja, wir hatten Etikette. Ja, hab ich. Nee, Willenskraft. Nein, heute wollte ich dir gerne Magiekunde geben. Du musst es einem heidnischen Ritual, das kann sich ja nur um Magie handeln. Bei sowas kann keine Religion sein. Ja, die Kunde dafür, dass er etwas fälschlicherweise als Magie bezeichnet hat. Ja. Also die Naraskar und die Rastulla-Gläubigen, okay, die sind auch noch auf dem falschen Pfad, aber die ganzen Schamanen und so, die glauben an Götter, aber dabei ist das nur Magie. Genau. Das ist noch viel verwerflicher. Die Magiekunde, dass er vielleicht irgendwann sein, das erkennt, dass er da falsch ist. Kurz gefasst, Prioten stecken ihn noch in DSA 4 fest. Genau. Braucht, glaube ich, ein bisschen mehr Selbstbeherrschung, damit sie dann beim nächsten Mal die Kälte besser erträgt. Es war einfach sehr kalt. Es war verdammt kalt, ja. Wir haben doch zwischendurch 6 Stunden geschlafen, ne? Ja, ihr dürftet zwischendurch einmal regenerieren, ja. Mhm. Stimmt, du brauchst AP. Karma-Punkte. Ja, Trondel ist klar, ne? Wer so ein Schiff so versenkt, der muss noch ein bisschen. Am Ende der Kampagne kann Trondel jedes Schiff steuern und hat kein einziges Mal mehr betreten. Boote. Am Ende der Kampagne wird Trondel. Was kann denn jetzt der Unterschied zwischen einer Galeere und einem Ruderboot sein? Easy. Boot ist Boot. Es schwimmt, es ist ein Boot. Ja. Mein Ziel ist es eigentlich, das langfristige Kampagnenziel ist es auch, Kapitän zu werden. Kapitän Trondel. Also, Everdeen möchte ich ja eigentlich. Eine schlechte Eigenschaft heute geben. Wie heißt das? Jezorn. Aber nein. Eine Probe auf Willenskraft für deine unnachgiebige Suche und Nuyala hat jede Menge. Ich würde sagen, dein Ritual. Wir machen für deine Zeremonie geben wir dir spezielle Erfahrung. Mhm. Ich glaube, Pferdensuch braucht sie nicht wirklich, oder? Och.
Gebrauchen kann sie schon. Also Vollmax ist sie da noch nicht drin. Dann Vollmax darf sie sich da drin... keiner. Vollmax, ja. Nein, ich habe da erst 8. Ich meine, ich habe zwar auch eine Spielerin mit Betören 15, aber ansonsten, da habe ich, ist glaube ich kaum einer mal irgendwie richtig hoch in irgendwelchen Sachen. Vielleicht noch Kampftalente. Das ist einfach unfassbar teuer auch einfach. Richtig. Weil man nicht gerade Raya-Geweihte ist und dann. Ja. Also das darfst du dir aussuchen, ob deine Zeremonie oder Pferdensuche. Das überlasse ich dir. Mhm. Weil das hat heute eine wichtige Rolle gespielt. Ja, und damit beenden wir. Ja, nochmals Dankeschön an alle, die heute zugeschaut haben. Danke auch an die vielen lieben Subs und die Follows und so. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Und genau, wir sehen uns Donnerstag. Ansonsten nächste Woche Montag. Und falls ihr das Video bei YouTube nachgeschaut habt, dann freuen wir uns natürlich über Kommentare. Und bis dahin, schönen Abend noch. Tschüss. 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 Tschüss.